Vabbè, direi di fare un applauso a Max Dudler. Grazie di essere qua con noi questa sera. Una piccola presentazione per rompere il ghiaccio. Max Dudler, svizzero, nasce ad Altenrhein in San Gallo, città sul lago di Costanza, al confine con Austria e Germania. Si forma presso Francoforte con Günther Bock e all'Accademia di Belle Arti di Berlino con Ludwig Leo. Dall'81 all'86 lavora nello studio di Ungers, partecipando a numerosi e importanti progetti. Nell'86 apre studio a Francoforte assieme al fratello Karl e nel 92 apre a Berlino e a Zurigo. Il suo studio conta 100 addetti, quindi è uno studio internazionale molto importante. Il suo lavoro di progettazione architettonica si alterna anche con l'impegno nell'insegnamento in varie università europee: Venezia, Mantova, Dortmund, Vienna, Bologna e Cesena. Dal 2004 è inoltre professore a Düsseldorf. Tra i suoi progetti più recenti ricordiamo la biblioteca dell'Humboldt Universitat di Berlino, il castello di Ambach, la Europalee a Zurigo, il Wolfgang Bibliothek a Essen, il nuovo centro visitatori del castello Heidelberg e il centro visitatori del castello di Sparrenburg a Bielefeld. Molti sono i riconoscimenti raccolti in questi anni, ricordiamo i più significativi e i più recenti. Nel 2012 il DAM, premio di architettura tedesca per il castello di Ambach, e sempre nel 2012 il premio di architettura naturale tedesca. Nel 2013 il centro visitatori del castello di Heidelberg ha invece vinto il premio di architettura internazionale in pietra, quindi uno studio importante e riconosciuto. I progetti di Dudler abbracciano un'ampia scala tipologica, dalle case unifamiliari ai complessi sportivi, dai centri culturali all'allestimento di esposizioni provvisorie. Questa sera, visto che Dudler farà la conferenza in tedesco, abbiamo Simone Boldrin che ci aiuterà nella comprensione di questa relazione, e presento anche lui è un collaboratore fondamentale di Dudler. Nasce a Padova nel 75, studia architettura a Venezia dove si laurea nel 2002, tra il 99 e il 2000 però riesce anche a studiare nell'Università Tecnica di Dortmund e nel 2003 si trasferisce a Berlino dove comincia a lavorare nello studio di Max Dudler. Dopo circa un anno diviene caproprogetto e segue i progetti del castello di Ambach, Heidelberg e il centro visitatore di Sparrenburg, a partire dalla prima idea di concorso fino alla loro realizzazione. Vediamo che sono proprio le realizzazioni premiate. Attualmente è impegnato nella ristrutturazione dell'Andesbibliothek di Ungers a Karlsruhe. Dal 2006 anche lui impegnato oltre all'attività professionale anche nell'insegnamento, seguendo l'attività accademica e didattica di Dudler. È inoltre coautore della meravigliosa monografia dedicata a Max Dudler, edita da Elekta nel 2012. Io direi altro applauso e dopodiché lasciamo la parola a Max Dudler. Grazie a tutti. Es freut mich sehr, hier zu sein in Varese. Ich war schon ein paar Mal in Varese, weil aus familiären Gründen. Aber noch interessanter finde ich, dass nach mir Agrassi redet, auch in dem gleichen Ort. Und ich glaube, dass es ganz interessant ist, wenn man über Italien redet, über Europa redet, denke ich mir, geht es immer um die Geschichte. Und ich war vielleicht vor 10, 15 Jahren in einem Preisgericht, wo Grassi gewonnen hat, am Potsdamer Platz, war ich im Preisgericht. Und Savade, der auf dem, Sie sehen, das ist Savade, ist leider morgen, ist leider gestorben, morgen ist das Begräbnis. Und da waren wir zusammen an der Sommerakademie in Napoli. Und Grassi war auch zu meinem Vortrag in Napoli, zur Sommerakademie. Und ich denke mir immer, es geht immer um Geschichte und wie die weiter fortgeführt wird. Und ich glaube, das ist eigentlich darum, das Schöne an Italien, dass sie eine große Geschichte haben
über die Antike, über die Renaissance in die Zukunft. Ich hoffe, dass und ich glaube, dass Italien die Zukunft auch schafft, wieder wie bis in den 30er, 40er Jahren hat man die Stadt wirklich in Italien, können Sie fast jede Stadt in Italien nehmen, hat man sehr gut weiter transformiert. Und ich glaube, dass da müssen wir wieder ansetzen. Ganz kurz, ganz bündig, was ich über Italien denke. Allora, io non tradurrò la lettera, non sono traduttore, però racconterò cosa il professore ci racconta questa sera. Prima di tutto è estremamente felice di essere qua a Varese, in Italia, è una cosa che lo rende ogni volta molto felice. Felice di essere qua, c'è stato molti anni fa, e felice di essere qua anche perché è inserito in una serie di conferenze alle quali parteciperà anche la prossima volta Giorgio Grassi. Si unisce a Giorgio Grassi per una serie di storie, di architetti, una di queste è stato il concorso di Potsdam che ha vinto Grassi, concorso al quale Dula, del quale era nella giuria, concorso premiato Grassi e dove poi parteciperà anche Jürgen Savade, architetto che vedete ripreso nella foto del Tempio di Poseidone sulla sinistra, che sfortunatamente è mancato e domani ci saranno i funerali a Berlino di questo architetto, che l'ha ritrovato di nuovo una quindicina di anni fa a Napoli, dove era stato invitato con lui, con l'architetto Savade e con lo stesso Grassi, che l'aveva tenuto delle conferenze. Quindi alla fine è l'Italia che unisce queste storie degli architetti, è l'Italia un paese ricchissimo di storia, e che quindi viene anche presa sempre come punto di riferimento nell'idea di continuare a scrivere la storia dell'architettura. Come è successo per Dula, ha voluto citare in modo esemplare negli anni 20, negli anni 30 in Italia, e come dal punto di vista dell'architettura, della città, della costruzione, della continuare a costruire la città, e spera che si sviluppi anche, che sia anche il futuro dell'Italia, che riesca anche di nuovo a svilupparsi, a proiettarsi sì, in un futuro positivo. E sicuro in ganz Italien, wo auch die frühmoderne rein interpretiert, wie zum Beispiel in Wien, Aldo, wie heißt er? Der Fluss. Ja, der Los zum Beispiel, auch ein frühmoderner. Und ich glaube, dass es eigentlich interessant ist, wie man mit der Geschichte der europäischen Stadt umgeht. Ich rede nur über die europäische Stadt. Es gibt sicher andere Entwicklungen in China, in anderen Ländern. Und ich denke mir aber, dass wir eigentlich vorwiegend in Europa bauen, glauben wir, müssen uns auf Europa beziehen, im intellektuellen Sinn, im politischen Sinn, aber auch in der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Okay. Il tema questa sera sarà, il punto di riferimento sarà la città europea, a partire dagli antichi, al Rinascimento, a Schinkel, ad Adolf Loos. Città europea, la città europea come riferimento storico, culturale, politico, indipendentemente da ovviamente altri interessantissimi contesti culturali e sociali che possono essere in Asia o in altri paesi a livello mondiale, però quello che interessa e quello con cui ci si confronta e ci si sviluppa è appunto l'Europa, a partire da questi tasselli che hanno costruito poi mano a mano l'identità storico-culturale della città. Und das Interessante, wir werden jetzt paar Projekte zeigen, die immer themenbezogen sind, ganz kurz. Aber interessant ist wirklich, dass wir wirklich mit der Auseinandersetzung mit der europäischen Stadt, und für mich bedeutet europäische Stadt, New York ist auch eine europäische Stadt, wie Buenos Aires ist eine europäische Stadt, hat immer was mit der Geschichte von
von den Leuten, die da hingezogen sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man über Stadt redet. Ich kann nicht über eine Stadt reden, über eine Situation reden, die ich nicht kenne. Und China zum Beispiel kenne ich zu wenig und wird auch viel schwieriger. Ich glaube, dass auch gerade in China, im Gegensatz zu Japan, unheimlich sich nicht auf die Geschichte bezieht, sondern immer nur auf so einen Mainstream, wo überall gebaut wird. Città europea intende a livello culturale, quindi la cultura viene poi formata e data dalle persone che ci vivono e che la portano, quindi punti di riferimento può essere anche New York, può essere anche Buenos Aires. Quello che non può essere è una città in Cina dove non può capire o non si può identificare o comunque non fa parte della sua cultura, dove lo sviluppo della città si basa su dei principi differenti da quelli su cui si dovrebbe basare comunque, o comunque si è sempre basata qua nel nostro contesto europeo. Questa sera presenterà una serie di progetti, di realizzazioni in particolar modo, dove proverà ad ogni progetto a spiegare il tema che ha affrontato con questa esperienza progettuale. Zum Beispiel jetzt, Sie sehen sofort, auf was es uns ankommt. Das ist eine Urbanität und Landschaft. Heutzutage in Europa müssen wir die Landschaft schützen, wir müssen aber auch die Urbanität fördern, dass wir ein Konzept entwickeln, das sich mit Urbanität auseinandersetzt. Das ist ein Wettbewerb war das und wir haben das mal genannt, so kleines Tessiner Dorf. Und ich denke mir, das ist eigentlich das Interessante, oder ein urbanes Dorf, das kennt ihr Italiener besser, in San Angelo, ein wunderschönes, dichtes Dorf, wo wirklich transformiert, wir haben dann das transformiert, natürlich in eine gewisse Moderne, aber wir glauben, dass es wirklich richtig ist, dass man, wenn man an die Landschaft denkt, muss man auch an die Stadt denken. Das Luigi Snozzi hat auch das geprägt, wenn ihr ein Haus in der Landschaft baut, denkt an die Stadt. Il primo progetto si affaccia sul lago di Zurigo, deriva da la vincita di un concorso. Il tema affrontato è quello dell'urbanità e del paesaggio, nel senso due temi fondamentali, quelli di contemporanei, come si può difendere il paesaggio naturale, allo stesso tempo come si può raggiungere una certa urbanità e una densità del costruito. E una referenza che porta è Monte Sant'Angelo in Italia, in Puglia, dove il tema proprio della densità abitativa, comunque contestualizzata in un paesaggio naturale molto forte, senza creare del contrappunto tra questi, prova a riproporlo come tema, ad analizzarlo e svilupparlo all'interno di questo progetto. Es geht eine urbane Insel, zweiter, urbane Insel mit Gassen, mit Treppenanlagen, mit Aussicht auf den Zürichsee. Und Sie sehen an den Bildern, dass man wirklich eine gewisse Dichte hat, eine gewisse Dichte. Und es gibt einen Platz, wo man über Treppen runter auf den Platz und weiter in die Wohnung rein. Und wenn man noch zur Fassade was sagen kann, das Artifizielle ist dieses Green, diese Betonelemente und das, was sich auf die Geschichte bezieht, ist das Bruchsteinmauerwerk. Ecco, quindi ripropone nello sviluppo di questo insediamento il tema spazi che appartengono alla nostra identità delle città europee, quali sono i vicoli, queste scalinate, una piccola piazza e un susseguirsi, poi in questo caso ripropongono la vista, quindi questo rapporto con il contesto anche ambientale, con questa vista sul lago di Zurigo, e creando questi spazi che appartengono, che tutti riconosciamo come spazi normali delle città in cui viviamo, creando poi nella scelta del materiale anche un filo che
collega l'uso di un materiale contemporaneo, anche molto, può essere anche molto duro, quale il cemento a vista, combinato con questi tamponamenti in pietra naturale spaccata, a spacco, di cui vedete qua dei dettagli. Sempre queste viste dall'interno verso l'esterno, questi collegamenti visivi. Das Interessante ist immer, das Interessante ist auch, wenn man in einem Haus sitzt, hat man immer das Haus gegenüber, wo gleich aussieht. Und das war im Mittelalter ähnlich, das war in der Renaissance ähnlich, war in der Frühmoderne ähnlich. Wir haben nicht die wahnsinnige Vielfalt, wo viele Leute heutzutage propagandieren, sondern wegen sie aus der Wohnung, die sind sehr teuer, die kann ich mir nicht mal leisten, aber trotzdem sehen sie von der Wohnung auf das Gegenüber und das Gegenüber ist genau gleich, weil in dem, dass sie wohnen. Interessante, estremamente importante, quello, la vista dall'interno di un appartamento, di un'abitazione verso l'esterno, ci deve sempre essere un rapporto forte nel quale dall'interno si vede all'esterno la stessa facciata nella quale si è contenuta. Ed è un rapporto che è sempre stato tra interno ed esterno, di uno spazio urbano, che c'è sempre stato sia nel Medioevo che in epoca rinascimentale, cosa che invece ora si è perso sempre di più per questa sempre sfaccettatura nell'uso del materiale e del linguaggio architettonico che ogni architetto poi adotta. Weiter. Ein anderes Thema ist das Weiterbauen eines Schlosses. Und interessant ist, dass in Bielefeld, die Sparrenburg, und Bielefeld ist im Zweiten Weltkrieg sehr zerstört worden durch die Bomben. Und wir haben damals den Wettbewerb, wo wir den Wettbewerb begonnen haben, da waren so Haufen von Bruchsteinen da noch vom Zweiten, nach dem Krieg. Und wir haben dann gesagt, wir nehmen Stampfbeton, zertrümmern diese Bruchsteinmauer und mischen das in den Zement, in das Beton rein und machen das als Stampfbeton. Und interessant ist, finden wir, dass wie man die Geschichte in diesem Fall transformiert in ein ganz modernes Gebäude rein. Questo è il centro visitatori a Bielefeld, del castello Sparrenburg. Il tema in questo caso è il ricostruire, non ricostruire, ma risaldare una parte persa, in questo caso durante la Seconda Guerra Mondiale. Bielefeld, come la maggior parte delle città tedesche, sono state bombardate, sono state distrutte, compreso anche parte di questo castello. Quindi si va a risaldare questo complesso, e partendo anche però dall'uso del materiale in cui dalle macerie rimaste, che soprattutto vedete l'edificio storico costruito in Muschelkalk, che è una pietra arenaria, quella gialla, poi quell'altra pietra, e a partire da questo materiale si ripropone un materiale nuovo in cui viene mischiato, in questo caso è questo cemento pressato, quindi danno una reinterpretazione in chiave contemporanea di un materiale storico. Und auch städtebaulich ist interessant, dass man das Entree neu definiert hat über dieser ganz abstrakte, aber sehr sinnliche Architektur. Und wir denken, dass es wirklich, wenn man ein Schloss weiterbaut, das Thema kommt öfters noch vor, dass man sagt, wenn man das weiterbaut, ähnlich wie mit einer Stadt, ähnlich wie mit einem Ort, dass man nicht der Gegenwelten aufbaut, sondern dass man versucht, das aus dem Thema heraus ein Projekt zu entwickeln. E quindi con la stessa anche metodologia di intervento, che sia anche a livello urbanistico, anche nel momento in cui si interviene in un tessuto urbano, in questo caso non si costruisce un opposto, ma si costruisce con il contesto
urbana in cui si lavora. Hier. E in questo caso è la ricostruzione del, di questo portale di cui si, si ridà il momento in cui si ripropone questa esperienza spaziale del, del portale, vedete in basso a destra in, con il nuovo edificio, ma il progetto fondamentalmente riparte dall'identità presente. Und wir haben noch unterschiedliche Gebäude auch an einem Ort, aber wo es auch zum Schloss gehört, haben wir mit dem gleichen Thema ganz einfache Volumen dahingestellt mit einem ähnlichen Thema, wie es auf dem Schloss oben war. Allo stesso concorso c'erano anche altri edifici che sono stati sempre che fanno parte del in un certo modo di questo castello o comunque ricollegati ai quali si, si è ricollegati utilizzando anche lo stesso materiale e cercando di creare questa linea che conduce praticamente i vari e collega tutti questi edifici che poi vanno a comporre questa, questa composizione di edifici che ruotano attorno al castello. Und man muss es mal dazu sagen, wenn Sie das linke Bild anschauen, wo die Segmenten übereinander gestampft sind, man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Granit oder ein Stein ähnlich entwickelt worden ist über Millionen von Jahren. Vor 2 Millionen Jahren sind ja die Steine entstanden, egal auf welcher Welt, auf welchem Erdteil. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, kann man sich wirklich vorstellen, wie Stein entstanden ist, rein als artifizieller Vorgang. Interessante vedere nel modo in cui questo cemento pressato a mano, questa stratificazione, alla fine è lo stesso modo in cui anche una pietra naturale nel corso di milioni di anni si forma. E c'è anche di nuovo questa reinterpretazione anche di un materiale naturale, non solo dal punto di vista dei colori, ma anche del modo in cui viene lavorato. Und das ist eben das Artifizielle. Architektur muss auch artificiell sein. Questo aspetto anche artificiale che comunque deve fa parte anche del lavoro dell'architetto e dell'architettura. Weiter. Genauso artificiell ist dieses Thema, dass eine Bibliothek in Essen für die Folkwang Hochschule. Und interessant ist eigentlich der städtebauliche an dem Ort, aber auch der Inhalt von dieser Bibliothek. Die Bibliothek hat vorwiegend die ältesten Notenblätter, also weil es eine Musikhochschule ist. Die Folkwang Hochschule ist eine reine Musik- und Tanzhochschule. Also da kann man tanzen lernen und auch Musik. Und wir wollten eigentlich in der Fassade diese Inhalt, was das bedeutet, bezogen auf die Bibliothek, wollte man eigentlich sehr eine Fassade haben, die wie ein Notenblatt ist, wie abstrakt natürlich, oder wie eine Tanzfigur da in der Fassade drin liegt. Und das haben wir dann transformiert in eine wunderschöne Idee, dieses Steinglas, wo relativ sehr teuer ist, das ganz dünnes Glas, dünnes Stein, wo integriert ist in eine Isolierverglasung. Aber das Thema ist wichtig, für was, dass man baut, eine Bibliothek für Tanzen und Musik, dass es wie wieder transformiert wird in einer artifiziellen Fassade. Questo a proposito di artificialità e anche in questo caso l'artificialità di questa facciata in marmo vetro in cui è una biblioteca ad Essen che va a ricomporre un impianto barocco che contiene una scuola di musica e di danza. E qua per trasportare all'esterno praticamente il contenuto di questo edificio l'idea è stata quella di partire, fare una partizione della facciata che riporti, che riprenda anche l'idea di uno spartito musicale in cui diversi temi poi si vanno a ripetere e componendo questa figura che ripropone appunto l'idea delle,
di uno spartito e quindi la composizione di note. Contiene degli spartiti molto antichi, tra i più antichi in Germania, e di qua c'è di nuovo l'idea come un'idea serva poi in questo caso, anche nella sua soluzione in dettaglio, a trasportare anche l'esterno e la funzione, l'idea dell'edificio. Vedete in alto a sinistra l'impianto barocco in un tono più scuro ha evidenziato questo nuovo edificio. Che no. Das ist dieser Barockplatz mit einer ganz feinen und sehr konzentrierten Erweiterung. Vedete questo ampliamento che ha evidenziato. Und Sie sehen auch, wie man immer in die Geschichte einsteigen, das ist wie so kleine Puppenstube als Bibliothek. Sie werden noch größere Bibliotheken sehen, aber das ist das Interessante, dass man immer versucht, in eine Idee von der Geschichte transformiert in einen modernen Raum. Das sind alles Möbel, die wir auch selber machen. Wir machen auch die ganze Beleuchtung. Wir versuchen, möglichst tief in ein Gebäude einzugreifen, bezogen auch auf die Ästhetik, bezogen auch auf die Möblierung. Questa è l'immagine della sala di lettura centrale, con a destra vedete c'è sempre alla fine un collegamento a un edificio, comunque un ambiente al quale ci si possa riferire anche per proporzioni e per l'atmosfera anche. E in questo caso c'è una reinterpretazione in chiave moderna di uno spazio simile, come rappresentato a destra, che è la biblioteca Anna Amalia di Weimar, in quale in chiave moderna però c'è una reinterpretazione anche dei materiali, tenendo presente che le sedie, i tavoli e le luci sono state tutte progettate all'interno e si possono anche comprare. Sì. Und das sieht man hier nachts, wie von innen nach außen leuchtet. Und von tags dieses translucente Licht, was ja wichtig ist für Bücher, für wichtige Bücher, braucht man keine große Einstrahlung von Licht, sondern man muss ein translucentes Licht haben. A livello funzionale, anche perché il marmo vetro, vedete in questa una ripresa dall'esterno sulla sinistra di notte, che nel quale appunto si vede che contiene un qualcosa, mentre all'interno di giorno e riesce questo materiale filtra la luce, ci sono libri e quindi non possono avere una luce diretta. Weiter. Questo è un altro particolare. Weiter. Das zeige ich eigentlich, weil es auch ähnlich wie am Gardasee. Wir sind ja hier in der Nähe vom Gardasee, oder? Geht so. Aber das ist wichtig, von da hinten, das ist Altenrhein, wo ich herkomme, und da haben wir in Arbon irgendwie ein, das ist interessant, ist Arbon, das Arbonia ist eine der ersten Ansiedlungen der Römer in der Schweiz. Das ist hier da unten dokumentiert mit so wunderschönen Bruchsteinmauerwerk hier. Und da kann man auch sehr viele Zeitgeschichten ablesen. Und das war eigentlich das Thema für das Wohnkomplex mit unten einkaufen. Das ganz schnell können wir mal durchgehen. Aber das Interessante ist, wenn man auch die Geschichte da transformiert, weil die Römer haben auch, jetzt kommt das nächste, bitte. Die Römer haben auch die ganzen Steinbrüche aus der Gegend, haben die freigelegt. Also ein schöner Rorschacher Sandstein, ähnlich wie Pietra Serena, wo Rom bestimmt wird. Pietra Serena aus Bologna, in der Nähe von Bologna kommt das. Aber wir haben einen ähnlichen Stein in der Ostschweiz, der auch so sehr, sehr ein schöner, grauer Stein ist. Und ähnlich wie beim anderen Projekt da am Zürichsee, haben wir versucht, dieses Artifizielle, diese Konstruktion mit einem ähnlich wie so ein Rückgrim. Rückgrim ist ein großer Künstler in Deutschland, wo wirklich sehr blockartige, wunderschöne Steine entwickelt.
Und das versuchte man irgendwie in sehr interessant in ein Konzept, in ein Fassadenkonzept zu integrieren für Wohnungsbau. Ok, mostra questo progetto per diversi motivi. Uno è un ambiente che si può, penso qua dove la gente ci si può identificare, visto la presenza poi di montagna, del lago. Durla è nato in da quelle parti, là, quindi anche un altro motivo per cui lo mostra, ed è uno dei primi insediamenti romani in Svizzera. E in basso a sinistra c'è una testimonianza di questo. E interessanti romani sono stati coloro che hanno aperto le prime cave di pietra arenaria qua nella zona, e da qua deriva appunto l'idea di come, di nuovo, reinterpretare in chiave, in un linguaggio contemporaneo, e l'idea di questa pietra, di questi blocchi di pietra, però con un materiale completamente poi nuovo, che è quello del cemento a vista, dove, come avete visto nell'altro progetto, da una struttura poi in cemento a vista, poi viene tamponato con dei blocchi apparentemente di pietra, ma anche questi è cemento, però colato in una forma che appunto riprende la superficie della pietra, ma sempre questo collegamento con alla fine la storia del posto in cui si interviene, riprendendo poi queste sculture di Rokrim che vedete in alto adesso, quindi anche questo parallelo con carattere anche interdisciplinare con altri artisti, ecco, di fianco a questa colonna. Relief und Tiefe. Interessant ist auch ein Schlosserweiterung in Heidelberg. Heidelberg ist eins der meistbesuchtesten Schlösser in ganz Europa, vermutlich das meistbesuchteste. Ist von den Italienern in der Renaissance gebaut worden. Vielleicht kann man nur eins weitergehen, vielleicht sieht man das. Wunderschöne Renaissance-Anlage oberhalb von, da hinten ist der Rhein und das ist, ich weiß gar nicht, was das für ein Fluss ist. Neckar. Und das ist das wunderschöne Renaissance-Schloss, das ist der Haupteingang vom Schloss und das haben wir so als Entree-Gebäude, als Informationsgebäude gebaut. Interessant an dieser ganzen Anlage ist, dass etwa seit 400 Jahren nie mehr was dazu gebaut worden ist, sondern nur abgebaut worden ist. Und wir haben dann dieses Teil gebaut als große Figur, als steinernes Haus mit ganz tiefen Laibungen. Und jetzt gibt es das ist das Interessante, wie wir versucht haben, das bauen wir als Restaurant aus, das ist Verwaltung da vorne und das ist dieser Neubau, dass wir versucht haben, die tiefen Leibungen zu kriegen, indem dass wir alle Funktionen in die Wand reingelegt haben. Also, questo è un altro progetto, il progetto per un centro visitatori del castello di Heidelberg. Il castello di Heidelberg è un castello estremamente importante in Europa, tra i più se non il più visitato in Europa, conta ogni anno circa 1,5 milioni di visitatori. Il castello allo stato a cui è arrivato a noi è di epoca rinascimentale, costruito anche da appunto italiani è così rimasto dal XVI secolo ad oggi. E la costruzione di questo centro di visitatori, che vedete a destra è il portale d'ingresso al complesso, è stato il primo edificio di nuova costruzione da 500 anni ad ora. Il tema è stato quello appunto di costruire quasi una scultura, ma un blocco di pietra scavata, lo vedete proprio connotata fortemente dalla profondità di queste aperture, delle finestre, che vengono risolte in pianta, vedete, diventano fondamentalmente contenitori di tutte funzioni e collegamenti verticali, quali possono essere scali, ascensori, ci sono vani tecnici e così via. Quindi una scelta funzionale che va a suo modo però a
connotare in modo più forte l'idea di questo grande blocco di pietra scavato all'interno di questo complesso che è un, fondamentalmente una cava di pietra, è stata distrutta dai francesi nel XVII secolo, è arrivata a noi quindi con un grande ammasso di pietra arenaria rossa. Alles nur Steine, wunderbar. È completamente risolto in qualsiasi dettaglio in pietra, come questi dozzoni che vedete a sinistra. È una architettura sculturale, diventa proprio una figura estremamente forte. In der Nähe von Heidelberg ist auch Speyer. Speyer hat der größte romanische Dom und die haben eine Universität und da sind wir am Entwickeln einer Bibliothek. Das Interessante ist von Sepp Ruf. Sepp Ruf ist einer der interessantesten Architekten, der lebte zwischen den 30er Jahren und 1960. Hat zum Beispiel das Kanzleramt gebaut, aber auch den Pavillon in Brüssel für Deutschland, damals 1958 nach dem Krieg. Man kann die Anlehnung an Mies van der Rohe sehen und die Bibliothek und Verwaltungshochschule in Speyer hat eigentlich ähnlich gebaut, das ist dieses Gebäude hier. Und wir haben dann als Erweiterung, als Einfallstor von Osten, hier ist die Bibliothek, haben wir ein höheres Gebäude auch entwickelt, hier die Bibliothek, wie auch von Westen her dieser wunderschöne Dom von Speyer, einer der größten, wie ich schon gesagt habe, einer der größten romanischen Dome, wo es in Europa gibt, wunderschön. Und auch das, die Stadt Speyer ist eigentlich relativ intakt. Nelle vicinanze di Heidelberg c'è la città di, in italiano penso, Spira, una città importante, conosciuta per la presenza di questo Duomo, risalente all'XI secolo, una delle opere più importanti, sacre più importanti anche in Europa di quest'epoca, e connotata poi dalla presenza di opere, di un'opera di un architetto contemporaneo di Mies van der Rohe, quale Sepp Ruf. Il nostro intervento appunto è stato progetto per una nuova biblioteca, per un campus universitario progettato e costruito negli anni 50 e 60 da Sepp Ruf. E in basso a sinistra trovate un'altra opera per la quale è molto conosciuto, il padiglione tedesco, nella Weltausstellung, è la mostra del mondo di Bruxelles del 58. Città Spira, connotata la presenza di questo elemento emergente, quale il Duomo, che lo vedete nella planimetria destra, appunto sulla destra, e poi l'idea è stata quella appunto di collegare all'ingresso della città un altro elemento emergente che ne connettasse appunto l'ingresso e andasse a creare una linea tra il Duomo, con il Duomo, che è appunto questa biblioteca. Und wir versuchen das auch als Turmbibliothek, wie man das so sagen könnte, als höheres Haus zu entwickeln. Das sieht man im nächsten Ding. Dass es wirklich ein Turm wird als Bibliothek. Und Sie sehen, wie das so abgetreppt ist, von oben kommt Licht. Und auf jeder Etage gibt es eine Abteilung. Und da unten sind die das Entree und die Sicherheit für eine Bibliothek. Und das ist eigentlich das Interessante, wenn man den Querschnitt anschaut, dass wir versuchen, eine Bibliothek in die Höhe zu entwickeln und nicht in die Fläche. Zum Beispiel, was wir auch dann zeigen, das ist zum Beispiel der Unterschied zur Humboldt-Universitätsbibliothek in Berlin, das zeige ich anschließend, zu dieser Bibliothek in Speyer. E quindi l'idea di sviluppare in altezza questo edificio come emergenza a livello urbano ripropone il tema
della biblioteca come edificio a torre e quindi come anche dello sviluppo in verticale della sala centrale di lettura, quindi carattere molto introverso della biblioteca, uno sviluppo in verticale, vedete, poi ci sono i posti di lettura che si affacciano sempre in questo spazio comune e ad ogni livello la scaffalatura della biblioteca. In basso a sinistra centrale la sezione di questa biblioteca, sulla sinistra vedete la sezione di un'altra biblioteca, questa realizzata che mostreremo ora. Und Sie sehen da, wo wir auch die Ideen her haben, immer aus der Geschichte, da in Padua, das wunderbare Theater, die Anatomica, können Sie immer noch heute wunderbar anschauen, das steht noch und Sie sehen diese Perspektive, wo wirklich, wie wir sowas transformieren, das war modern, aber hat das mit der Geschichte zu tun. Ecco, qua di nuovo una referenza che è il Teatro Anatomico di Padova, per far vedere come comunque un'opera moderna e anche uno spazio comunque contemporaneo moderno si faccia, comunque si relazioni anche a spazi simili costruiti nel passato, in questo caso nel XVI secolo. Ok, weiter. Ein anderes Thema, die Ebene der Stadt, wo es auch in die Höhe geht. Berlin, das ist Berlin mit Schinkel, mit der Bauakademie, mit der Friedrich-Werdischer Kirche. Den Herrn, den Sie sehen, das ist Schinkel, wo auf sein Werk aufschaut. Das ist von Eduard Gärtner, 1834, wunderschönes Gemälde. Und wenn man Berlin anschaut, ist eigentlich eine weite Stadt. Ist nicht wie London oder Paris, eine sehr dichte Stadt, sondern ist eine sehr weite Stadt. Und das haben wir zum Thema gemacht, dass wir mit einem wichtigen Gebäude wie die Humboldt-Universitätsbibliothek in die Höhe gegangen sind, auf 50, 60 Meter. Ecco, parlando proprio di queste emergenze nella città, quindi dei livelli della città, con un tema appunto simile a quello della biblioteca, ci colleghiamo ora alla biblioteca realizzata della Humboldt-Universität, il Grimm-Zentrum di Berlino, in cui vedete, Berlino è una città che si sviluppa in modo orizzontale, c'è questa linea di gronda dei 21 metri che si sviluppa, sulla quale si sviluppa tutta la città, salvo edifici poi di una certa rilevanza pubblica. In questo caso sulla sinistra è un'opera di Eduard Gärtner del XIX secolo che riprende Schinkel, che è questa personaggio adesso indicato, che si affaccia e vede le sue opere, questa è la Bauakademie ad esempio, e dalla cima della Friedrichswerdische Kirche a Berlino. Sulla destra appunto un tema poi è sviluppato nella progettazione di questa biblioteca, che di nuovo come edificio pubblico si sviluppa in altezza, raggiungendo penso 50 metri, 60 metri di altezza, offrendo di nuovo una vista sulla città. Quindi di nuovo questo rapporto dall'interno verso l'esterno. Und hier ist das ganze Gebäude ist aufgespannt zwischen der Museumsinsel, hier ist die Museumsinsel, hier ist die Friedrichstraße, hier ist die Friedrichstraße, da vorne ist die Museumsinsel und das ist dieses Viadukt, wo die ganze Fernverkehr zwischen Moskau und Paris immer die ganzen ICEs, TGVs rauschen da durch. Und interessant ist, wir haben dann versucht, im Wettbewerb von diesem Viadukt ein bisschen zurückzutreten, dass wir hier einen Platz haben, wo auch alles aufgespannt ist zwischen Friedrichstraße und der Museumsinsel hinten, wo die Leute, das ist dieser Platz. Und wir haben das 19. Jahrhundert aufgenommen und sind in die Höhe gegangen. Und interessant ist wirklich auch die ganze Physiognomie dieses Gebäudes aufgespannt zwischen Westen und Osten. Also auch die Eingangshalle, wo den abzusehen ist, der ganze Lesesaal, die ganzen Funktionen sind aufgeschlüsselt zwischen Ost und West, also Friedrichstraße, dem Platz und der Museumsinsel. Ich finde es wichtig, dass ein öffentliches Gebäude
irgendwie auch einen Platz, einen Ort findet, wo sich die Leute treffen können. Wir haben da diese Bibliothek für 3000 Leute pro Tag, pro Besucher, also Besucher ausgelegt. Momentan kommen bis zu 10.000 Leute pro Tag in diese Bibliothek. Also wir haben große Probleme, das irgendwie organisatorisch zu schaffen, dass jeder, wo da auch ankommt, auch da auch studieren kann. Ecco, anche questa, come la maggior parte delle realizzazioni che vedete, sono sempre conseguenza della vincita di un concorso aperto a numero chiuso. Questo era un concorso aperto. In questo caso è interessante come questo edificio pubblico si posiziona esattamente tra due poli di Berlino. Uno è l'isola dei musei e l'altro è la Friedrichstraße, quindi tra est e ovest. E l'obiettivo era quello di creare uno spazio pubblico, sia esterno che interno, e quindi di dare un nuovo spazio alla città. Come è stato fatto questo? È stato fatto proiettando di nuovo in altezza, per il motivo che abbiamo detto prima, questo edificio, quindi a partire dalla gronda di 21 metri dell'impianto barocco di Berlino, che vedete sulla destra, poi si sviluppa in altezza, si stacca da questo, quindi marcandosi come edificio pubblico. E questo cosa ha permesso? Ha permesso di staccarsi dal viadotto, che è questo viadotto che vedete sulla sinistra, che collega Parigi a Mosca, quindi passano tutti i treni di lunga percorrenza. Si stacca da questo e va proprio a creare tra questi due poli uno spazio pubblico che è questa piazza. Questo intervento ha avuto un enorme successo perché se si pensa che questo edificio, tra la piazza o comunque tutti coloro che frequentano questo edificio, che è stato progettato per un'affluenza calcolata a suo tempo per 3.000 visitatori al giorno, adesso ne accoglie in media 10.000. Quindi voglio dire, si è riuscito proprio a creare uno spazio che viene vissuto e con il quale anche la gente si identifica, soprattutto non solo studenti, e che frequentano. Quello era l'ingresso, ci sono adesso delle viste. Die Treppenhäuser, alle, die Treppenanlagen, alles ist in Ost-West-Richtung, also von der Orientierung her, bezogen auf die einzelnen Etagen, wo die Abteilungen sind. Das ist die größte Handbibliothek, ich glaube 6 Millionen Bücher gibt es da drin, das ist die größte Handbibliothek. Und wir glauben, dass es durch eine gewisse Orientierung auch wichtig ist, dass die Leute sich auch da drin toll bewegen können. Ich glaube, dass es für ein öffentliches Gebäude eine der wichtigsten Sachen ist, dass die Leute sich da gern reinbewegen und sich auch da auch treffen können. Weil wenn man jetzt über Bibliotheken redet, wir bauen jetzt momentan die 7. Bibliothek oder 8. Bibliothek, ja genau, das kann man auch so lassen, die 8. Bibliothek. Und ich werde öfters eingeladen für so Diskussionen, warum braucht man heutzutage noch Bibliotheken? Wir glauben, dass Bibliotheken wichtig sind für Orte, wo man sich treffen kann, wo man sich auseinandersetzen kann, wo man sich auch austauschen kann. Ich finde auch das sehr ein interessanter Aspekt, wenn Sie früher in den 60er, 70er Jahren, da war ich noch ganz klein, aber wenn Sie an die Bilder denken von Simone de Beauvoir und Sartre, wo Simone de Beauvoir immer Bücher unter dem Arm hatte und für die freie Liebe irgendwie Unterstützung fand, das musst du übersetzen, für die freie Liebe ist was Erotisches. Ich glaube, dass heutzutage, dass so ein Zugang ist an die Bibliotheken, dass nicht nur ich, sondern auch der Spiegel hat das gesagt, das ist ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo Leute sich treffen, das ist der größte Kontakthof, wo es in Berlin gibt. Jetzt musst du das übersetzen. A livello funzionale, prima avete visto quell'immagine dove c'è sempre questo collegamento ovest-est, che anche appunto tutte queste, le scale, questo, quindi diciamo l'elemento, il fattore orientativo è estremamente importante, sia all'esterno che all'interno.
Però fondamentalmente ha parlato di un tema fondamentale. Stiamo costruendo l'ottava biblioteca adesso e viene spesso posta la domanda perché costruire una biblioteca ai nostri tempi? E la risposta è quella, la biblioteca è un luogo di incontro fisico, di scambio intellettuale, culturale, ma anche di scambio personale. Fondamentalmente la gente si incontra, e si conosce e si incontra. È proprio il motivo per cui ha avuto anche questa biblioteca, che è diventata un luogo, ha avuto anche un grandissimo successo. Quindi il fatto anche di associare, adesso ho fatto questa associazione del il libro, la persona che porta il libro, l'incontro tra le persone, è anche un aspetto fisico e anche erotico di questo luogo, dove persone, giovani, qualsiasi tipo di persona va comunque con un fine intellettuale, ma associato anche ad un certo punto anche non dal desiderio forse, ma dal piacere di un incontro con altre persone. Quindi c'è questo scambio personale all'interno, questo momento dell'incontro che fa di questo spazio, che rende questo spazio alla fine un luogo della città. Das Interessante an der ganzen Geschichte, darum erzähle ich das auch, weil durch die neuen Medien, wo Sie alles über den Computer runterladen können, wo Sie eigentlich alles über das Internet machen können, fast alles, haben die Bibliotheken einen unheimlichen Zulauf. Und das ist eigentlich das Interessante. Auch hier, obwohl das die neuen Medien so, Sie können ja überall im Fernsehen, in Wasser tauchen, in den ganzen Computerzeug, können Sie fast alles, können Sie bestellen, kaufen, lesen. Sie können fast alles machen mit dem Computer. Aber interessant ist an der ganzen Auseinandersetzung, das ist Emotionale, dass die Leute, die jüngeren Leute, glaube ich, wieder einen Ort finden müssen, wo sie sich treffen können, wo sie sich auseinandersetzen können, wo sie sich auch mit dem Thema auseinandersetzen können, wo sie mal ein Buch rausnehmen können, wo sie auch vergleichen können, was im Internet drin ist, mit dem Buch zusammen. Wir haben ja, wenn Sie diese abgetreppten Räume sehen, unter den Abtreppungen sind die ganzen Computerarbeitsplätze und da sind vorwiegend, die arbeiten natürlich mit Computer, auch mit Büchern, aber wir glauben, dass durch solche Raumsituationen, wie wir da geschaffen haben, auch in anderen Bibliotheken, dass die gehen dahin, weil sie das völlig super finden, da drin zu lernen und zu arbeiten. Und noch was ist noch interessant an der ganzen Sache. Ich glaube auch, dass an diesem Bild kann man über zeitlose Architektur reden. Das haben wir am Anfang darüber geredet. Wenn Sie das anschauen, das könnte eine Bibliothek sein in New York vor 100 Jahren oder in Chicago oder in Paris oder in London oder in Dublin. Aber in 100 Jahren bleibt es auch noch modern. Es ist jetzt modern und in 100 Jahren bleibt es auch wieder modern. Es bleibt immer eine Bibliothek, wo eine unheimliche themenbezogene Sache ist, wo authentisch ist und ich glaube, das ist interessante an der Architektur. Viviamo in una società dove viene tutto gestito in rete fondamentalmente, dove qualsiasi libro può essere acquistato in rete, dove si può guardare, sfogliare in rete. Però ci si è reso conto che alla fine, in particolar modo i giovani che sono nati già nella rete, hanno proprio il bisogno e cercano un luogo dove possono avere anche un confronto a livello materiale, anche proprio con l'oggetto libro, che vedono il libro poi come oggetto, lo prendono da uno scaffale e a questo punto hanno un rapporto diretto tra quello che hanno vissuto forse per primi in rete, in internet, a poi il peso al materiale che poi hanno in mano che possono sfogliare. E questo è una cosa fondamentale, è il motivo per cui c'è una biblioteca, perché anche i giovani cercano questa biblioteca, perché
hanno bisogno di questo riscontro anche fisico. E, però se si guardano queste, queste immagini scattate il, all'interno della biblioteca, la cosa forse che descrivo un attimo, vedete queste, queste gradoni in cui ci sono i, i posti di lettura, questa è la biblioteca a scaffale aperto più grande in Germania, so quanti milioni di volumi ha, penso 6-7 milioni, e il, al, di sotto di queste gradonature poi ci sono i posti, i terminal di ricerca con i computer. E come è organizzata, però se si vedono queste immagini, questa immagine potrebbe essere stata fatta 100 anni fa, secondo lui a New York o a Londra o a Dublino o a Parigi, e, ed è questa appunto che conferma la contemporaneità di un'architettura che alla fine è, diciamo, senza tempo è un, una cosa molto forte, però che si stacca dal, dal linguaggio architettonico con cui è stata fatta, perché diventa un luogo comunque contemporaneo ora come poteva esserlo 100 anni fa e come lo sarà molto probabilmente in 100 anni. Ja, ich habe nur Bibliotheken reingenommen. Ich glaube, irgendwie an, an solchen Themen kann man entscheiden, in welche Richtung das eigentlich unsere Gesellschaft geht. Ich glaube, den Computer können wir heutzutage nicht mehr. Die ganze Entwicklung können wir heute nicht mehr aufhalten. Aber ich glaube, das sinnliche Leben zusammen, untereinander, müssen wir wieder neu lernen. Oder ist schon gelernt und wir können das schon. Aber ich glaube, dass es ein dass sehr wichtig ist, dass man sich, wenn man als Architekt, wo er sehr komplex arbeiten muss, glauben wir, dass es eigentlich interessant ist, dass man gerade an solchen Themen wie Bibliothek feststellen kann, dass es auch nur ein anderes Leben gibt als nur das Internet. Il fatto è questo, non si vuole bloccare uno sviluppo, anche lo sviluppo della rete o del digitale, ma si vuole forse, ora c'è il bisogno forse di coltivare di più un rapporto sociale tra le persone e la biblioteca fondamentalmente è uno strumento per questo, per raggiungere questo obiettivo. Jetzt gehen wir weiter. Wir sind fast eine Stunde schon. Wie? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt ein bisschen schneller mit den Themen weiter. Das ist eine S-Bahn-Station, wo irgendwann der Intercity hält in Leipzig. Das war vor 15 Jahren ein Wettbewerb. Man muss sich das mal vorstellen. Vor 15, 16 Jahren war das ein Wettbewerb. Damals hatte man diese wunderschöne Metro-Passage, die können Sie heute noch in Leipzig anschauen. Das ist die erste Passage, wo mit Glasvollsteinen gearbeitet worden ist hier. Und das haben wir transformiert in ein 400 Meter langes Teil, wo unterirdisch ist, wo ungefähr 30 Meter hoch ist, mal 22. Und das wird irgendwann später der Stadtbahnhof werden, wenn sich Leipzig auch so entwickelt. Der Stadtbahnhof von Leipzig. Und das ist alles ein Element aus Glasvollsteinen, wo hinterleuchtet ist. Wir haben Terrazzo noch hingekriegt, man muss sich das mal vorstellen, für die Deutsche Bundesbahn Terrazzo auf 400 Meter Länge. Wir haben nur drei Materialien, Beton, Glasbausteine und Terrazzo. Und sonst haben wir an dem Element nicht. Und das ist genauso wie eine Kathedrale sieht das aus. Und es wird auch sehr gut angenommen. Aber wir gehen jetzt in ganz schnell durch. Also, scorreremo in modo veloce adesso i progetti che seguono. Vor 15 Jahren, 16 Jahren den Wettbewerb gemacht. So lange müssen wir immer arbeiten. Allora, questo progetto, il concorso è stato fatto 15 anni fa, 16 anni fa, è stato realizzato da poco. Ci tiene a dire quanto bisogna stare dietro, quanto bisogna lavorare fino alla realizzazione di un progetto. È una stazione di passaggio in cui passeranno in futuro anche gli intercity, è un volume quindi lungo 400 metri e in sezione 24 metri per 22 più o meno. E gli unici materiali utilizzati sono il
penso vetro cemento illuminato dall'interno, sia per ai lati che in copertura, il cemento a vista e il materiale con cui è fatto le panchine, che è una sorta di pavimento alla veneziana. Tanto per dire quanto le ferrovie dello Stato tedesco hanno investito poi in questo progetto. Un interessante, se man das Gebäude anschaut, das Gebäude anschaut, es hat immer was mit dem Thema zu tun, aber auch mit der Auffassung von Architektur. Facendo vedere i due progetti, la biblioteca e questo spazio, e sebbene due temi completamente diversi, si possono comunque in un certo senso ricollegare nel trovare un giunto per quanto riguarda lo sviluppo, lo studio, l'interpretazione dello spazio, anche dal punto di vista funzionale, ma nella riduzione dei materiali, comunque i temi che conducono sono gli stessi. Man muss sich als Architekt das vorstellen, da bin ich 10-mal zur Deutschen Bundesbahn gelaufen, um zu erklären, dass es mit dieser Hinterleuchtung, das sind automatisch, man kann automatisch die Beleuchtung auswechseln, aber bis ich das hingekriegt habe, muss ich 10-mal, 20-mal mit der Deutschen Bundesbahn reden. Das Honorar war doch allein durch meine Ansage war schon abgerechnet. Solo un esempio, per riuscire a convincere in questo caso la Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, di questa illuminazione del vetro cemento dall'interno, più o meno, adesso non si ricorda più, sarà andato da 10 fino a 20 volte alla sede centrale per discutere di questo, per provare a convincerli, fino a quando dopo la 20ª volta hanno accettato. E solo dopo queste 20 riunioni quello che ha guadagnato era già mangiato, quindi voglio dire, non è sicuramente un progetto speculativo. Ich habe gratis das gebaut für die Deutsche Bundesbahn. L'ha praticamente costruito a costo zero, gratuitamente. Ein anderes Thema von Tempel, jetzt gehen wir ganz schnell durch. Ok, qua scorriamo velocemente. Das ist eine Halle, eine Mehrzweckhalle in Bremen, wo wir gesagt haben, es ist eine wunderschöne Landschaft in Bremen, in der sehr, 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 wo eigentlich ein Tempel reinpasst, wenn man in Agrigento oder in Pestum, sind wunderschön in die Landschaft reingebaut und das haben wir dann versucht zu transformieren. So, jetzt ganz schnell. Questa è velocemente una sala polifunzionale a Brema, inserita in un campus nel quale viene ripreso il tema del peristilio e inserito poi in questo contesto poi del campus naturale. Qua ci sono dei particolari di facciata. Jetzt die Verdichtung nach innen, das ist ein Thema, wo wir immer sagen, dass wir in Europa ist wichtig, dass wir nach innen verdichten und nicht immer nach außen bauen. Wir bauen momentan das 7. oder 8. Wohnhochhaus und wir glauben, dass es die Verdichtung nach innen eigentlich der interessanteste Ansatz ist. Ecco, questi presenteremo due progetti a Zurigo che affrontano il tema della densificazione, e una densificazione comunque verso l'interno della città e in periferia. Und das ist hier genau, das ist der Hauptbahnhof und das ganze Gebiet haben wir gewonnen vor etwa 6 Jahren und es ist schon alles gebaut. Das nächste. Ecco, questo il progetto al centro dell'Asilpost è attaccato alla stazione centrale di Zurigo. Und okay. Das ist das ist genau das andere. Ja. Das Entschuldigung, das ist nicht das da, sondern okay. Das an der Peripherie. Wo wir auch sagen, das ist eine sogenannte Zwischenstadt, das ist da oben ist der Flughafen, das Zentrum von Zürich, hier ist der Zürichsee, angrenzt, das ist der Zürichsee. Und wir haben da gesagt, auch vor 15 Jahren haben wir den Wettbewerb gewonnen, dass wir gesagt haben, wir müssen eine neue Stadt bauen, ein Stück Stadt bauen. Und das haben wir hier in der sogenannten Peripherie, haben wir ein Stück Stadt gebaut.
ähnlich wie zum Beispiel in New York das Rockefeller Center, bitte ist weg. Allora, abbiamo parlato di Zurigo, questi due interventi, uno in periferia e uno al centro della città. Entrambi gli interventi ripropongono il tema della densificazione. Cominceremo dal progetto per la periferia, in cui si prova appunto a trovare una soluzione per la dispersione in periferia del costruito con questo intervento puntuale estremamente densificato. Hier, man sieht auch wieder, wenn Sie früher, vor 100 Jahren wurde das Rockefeller Center gebaut, auch, das war damals auch nicht Zentrum von New York, sondern auch irgendwie ein Teil, wo man neu definieren musste. Und ich sage immer, wenn wir über das Rockefeller, das ist eines der interessantesten, spekulativsten Projekte, wo es gibt, wo aber auch architektonisch sehr hochwertig war. Und sowas haben wir dann transformiert nach Zürich, ein bisschen kleiner. Das ist ungefähr 100 Meter, 80 Meter, 70 Meter, das ist doch viel größer. Aber wir versuchen auch ein Stück Stadt zu bauen in der Peripherie. Quindi l'obiettivo, il tentativo è stato quello di costruire un pezzo di città in periferia, nella periferia di Berlino, partendo da referenze quali ad esempio il Rockefeller Center di New York. Es sieht von außen so aus, das Stück Stadt. Queste sono delle viste dall'esterno. Noch weiter. Man sieht, es sind fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf Gebäude mit der gleichen Stein, mit einer ähnlichen Konfiguration. Und es sind so Stadtfiguren. Man sieht, wie die Abwicklung funktioniert vom Grundriss in den Schnitt. Eigentlich sehr geometrische Sache. Aber dann, wenn Sie ins Modell reingehen, sehr räumliche Struktur. E sono, dopo queste viste dall'esterno, vedete una composizione, sono cinque corpi che racchiudono uno spazio interno, e una piazza. Qua ci sono questi schema che fanno vedere come sia in pianta che innalzato ci sia questa ripetizione di questa composizione, di questo modulo, che poi in bassa destra va a comporre e a definire in modo molto marcato e forte uno spazio centrale. Man sieht in der Mitte der Platz, die im Erdgeschoss haben wir alles öffentliche Einrichtungen und wir können im Winter auch einen Eisplatz draus machen. Wir haben eigentlich ein Thema genommen vom Rockefeller Center auf Zürich-Ebene, aber Sie sehen die Dichte, die Gassen, wo auf den Platz kommen, die Arkaden, alles ist ein Thema, wo wir konsequent durchgearbeitet haben. Questa è un'immagine dello spazio centrale che, riprendendo sempre da altri riferimenti, può, si spera comunque, si è proposto che venga anche utilizzato poi in diversi modi, non solo come piazza, anche come pista di pattinaggio o altro. Nella piazza si affacciano tutti spazi commerciali o comunque e pubblici. E con funzioni pubbliche, questa è un'altra vista di questa piazza. Wie dicht, weil ich glaube, dass heutzutage wichtig ist, dass man, wenn man über die europäische Stadt nachdenkt, dass man eine gewisse Dichte vermitteln kann. Und die Dichte soll ich finde die Dichte nicht negativ, wenn da wieder mal ein Platz kommt. Die Dichte hat immer was mit dem öffentlichen Raum zu tun. Und solange dass der öffentliche Raum gut inszeniert ist, wie auch die Dichte gut inszeniert ist von der guten Architektur, dann glaube ich, dass wir mit der europäischen Stadt nicht mehr erweitern müssen, sondern verdichten müssen oder können. Alla fine lo spazio della definizione dello l'idea e il tema della definizione dello spazio pubblico e della densificazione del costruito. Questi sono due elementi che poi accompagnano questo processo di questo tentativo di ricostruzione e ampliamento della città europea, non verso l'esterno ma verso l'interno. Man sieht auch sehr schön, wenn man in der Stadt drin, also wenn man im Büro drin ist, dass man auf eine Stadt wieder schaut, da gegenüber hat, wo man auch drin sitzt. Und ich denke mir,
Das ist ähnlich wie das erste Projekt, wo ich gezeigt habe von Meilen, dass man immer ein Gegenüber braucht. Man braucht auch als Menschen braucht man auch gutes Gegenüber. Questa immagine forse riprende il tema che abbiamo visto all'inizio per il progetto di Gissenmeilen, dove questo rapporto dall'interno all'esterno, la vista da uno spazio interno verso l'esterno, in cui ci si vede fondamentalmente. Sempre avere la necessità di avere un punto di riferimento esterno, come anche importante per le persone. In Zürich gewesen. Das Interessante ist, das ist das Gebäude, wo wir vor 15 Jahren gebaut haben. Das ist das da. Und das haben wir jetzt mit der gleichen Textur, das da. Wir haben den Städtebau damals gewonnen, das ist auch ein Gebäude von IBM. Das ist eins und das ist eins. Wir haben den auch damals Städtebau da gewonnen, dieses ganze Ensemble mit dem historischen, mit dem Neubau und mit der Erweiterung. Und zwischen dem Gebäude und dem Gebäude liegen 10 Jahre. Das ist der Grundstein geschlagen. Genau die gleichen großen Fenster, aber völlig versucht, noch abstrakter zu werden, noch sinnlicher zu werden, noch konzeptioneller zu werden in einem einfachen Bürogebäude. Bürogebäude sind relativ einfach, aber man muss sie irgendwie so entwickeln, dass es wirklich zur Sinnlichkeit wird, zum Artifiziellen, dass eine Qualität entsteht. Questo è sempre a Zurigo, è il progetto per la sede centrale dell'IBM, è cominciato con la realizzazione di questa parte, di questo stralcio di progetto, circa 10 anni fa, e con questo secondo stralcio di progetto terminato appena ora. A suo tempo era stato vinto il Masterplan, è interessante vedere come anche a distanza di 10 anni l'edificio che vedete sulla destra è quello appena realizzato ed è una non in pietra naturale ma in pietra artificiale, mentre l'edificio dell'IDBM è il primo in pietra naturale. Comunque si fa vedere come comunque dalla prima idea di 10 anni fa rimane comunque contemporanea, anzi viene a sua volta sempre più resa in modo astratto e sempre più radicale anche nell'uso del materiale e nella soluzione di dettaglio. È so einfaches Bürogebäude in Bremen. Wo aber weil wir dachten an dieser Stelle, das sehr interessant ist hier, dass die historische Stadt von Bremen, hier ist der Hauptbahnhof, wo wir 2 größere Gebäude werden noch erstellen. Und das ist ja wirklich wie ein wichtiges Tor zum Bahnhof, wie aber auch vom Bahnhof zur historischen Stadt. Und das ist wie ein strukturales, einfaches Bürogebäude, wo es so ein bisschen die nordische Gotik aufnimmt. Man sieht hier, wir haben das so reliefartig aufgenommen, mit Vorsprüngen, mit Rücksprüngen. Und man muss sich mal vorstellen, für einen Investor, sagt man das jedes Jahr oder jeden Tag, sagt er mir das, wir haben bis zu 50 cm tiefe Leibung. Wenn man das umrechnet auf den Mietpreis, könnte jeder von dem leben, wo wir hier sitzen, pro Jahr. Das muss man einfach mal nachvollziehen, was heutzutage im Immobilienmarkt ist, um Leute zu überzeugen, dass man so tiefe, reliefartige Fassade entwickeln kann. Ich zeige das nur, das ist ein ganz kleines Haus, aber ein interessantes Haus. Questo è un edificio realizzato da poco, è molto interessante. È un edificio per uffici a Brema, in cui di nuovo l'uso del materiale nella sua riduzione, lo sviluppo poi di temi che appartengono al compositivi che appartengono al gotico di questi paesi del nord, nella soluzione anche d'angolo. Ma diciamo che l'aspetto sculturale di questo edificio, ma la cosa interessante perché lo fa vedere, per far capire quanto è difficile raggiungere un obiettivo e una soluzione di questo genere.
è un imprenditore privato, sono uffici che verranno affittati. E l'obiettivo era raggiungere questo aspetto scultoreo, indipendentemente da questi sbalzi del volume in sé. Ma fondamentale è ovviamente che le finestre non siano a filo esterno, sono arretrate di 50 cm. Semplicemente facendo un calcolo veloce, se 50 cm di superficie utilizzabile per ogni finestra ripetuta, moltiplicata per il prezzo che gli investitori guadagnerebbero per affittare ognuno di questi 50 cm, solo per far capire quanto difficile sia stato convincere un imprenditore privato che comunque la qualità dell'edificio vale di più dei metri quadri persi da poter affittare. Comunque non è tutto semplice quello che dimostra, ma alle spalle c'è un lavoro gigantesco anche a livello strategico, politico, per convincere dell'idea. Das Interessante ist auch, wenn man über die nordische Gotik redet, das ist eine sehr traditionelle Bauweise, wie wir versucht haben, das zu transformieren in der Ecke, wie man die sogenannte Miesecke auch neu definiert wieder. Sie sehen die leichten Zäsur in den Leibungen, dass das Gebäude einerseits leicht wird und trotzdem schwer bleibt. Also die Auseinandersetzung zwischen Schwere und Leichtigkeit. E qua, ecco una cosa, ad esempio, è mantenere comunque la pesantezza per il materiale di questo edificio, questo aspetto scultoreo e tutto, e combinarlo comunque a una leggerezza che poi si raggiunge nella cura del dettaglio, in cui anche il profilo della finestra poi viene ritoccato con questa angolatura. Comunque sono tutti temi che poi hanno accompagnato lo sviluppo compositivo di questo progetto. So, das nächste ganz schnell, das ist schon angesprochen worden in dem Lageplan, das ist der Hauptbahnhof von Zürich, das ist der schöne See, das ist die historische Stadt von Zürich. Und da, diesen Wettbewerb haben wir gewonnen, das ganze Dreieck hier. Hier, Sie sehen hier das Dreieck, das war der Wettbewerbsentwurf, das da, an dem kannst du das am besten erklären. Das ist ein wunderschönes Gebäude aus den 20er Jahren, das da, die Silpost, das ist das Hauptgebäude. Und das ist eine Universität, wo mittendrin nach Zürich gekommen ist, das ist die sogenannte Bank, die UBS, und das wird Wohnen und Hotel da vorne. Und interessant ist wirklich, dass wir diesen gesamten Wettbewerb gewonnen haben, dieses Teil. Es ist ein neues Stadtquartier, verdichtet nach innen. Es ist ein sehr dichtes Teil, aber trotzdem haben wir die Physiognomie der Stadt aufgenommen durch Gassen, durch Plätze und durch klare Straßenräume und durch so Stadtfiguren, die zueinander stehen. Wir haben dann gesagt, wir können das nicht alleine bauen. Wir haben dann, der erste Bauabschnitt haben wir alleine gebaut, das ist die Universität, das ist die UBS, haben wir Shigonguya dazu genommen und Chipperfield, die wurden zweite und dritte, und wir haben zwei Gebäude gebaut, und das ist jetzt Caruso San John, haben einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben und die haben das gewonnen. Was interessant ist an diesem Teil, das haben wir vor 6 Jahren gewonnen. Und heute ist es schon fix und fertig. Und das ist natürlich einerseits für Architektur, wo Qualität haben muss, für innerstädtische Qualität haben muss, ist es ganz interessant. Aber noch interessanter ist, glaube ich, dass die Stadt sich bewegt hat, dass hier eine Universität hinkommt. Heute reden alle über Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit über Energie, Nachhaltigkeit bezogen auf Verkehr, Nachhaltigkeit über die Materialien. Aber wir glauben, und ich glaube, die nachhaltigste Sache, was die Stadt Zürich gemacht hat, indem dass sie die Universität neben dem Hauptbahnhof getan haben, ist das Nachhaltigste, was es gibt. Wir haben keinen einzigen Parkplatz für die Professoren und Studenten gebaut an diesem Ort. Und das finde ich interessant, wenn man heutzutage wieder über Standorte nachdenkt, wo die Leute hinkommen müssen, wo die Leute Entwicklungen haben können.
Ich denke mir, inmitten der Stadt, ähnlich wie zum Beispiel in Berlin, die Humboldt-Universitätsbibliothek, das ist nachhaltig in dem Sinne, dass man wirklich über den Ort nachdenkt, wo die meisten Leute auch hinkommen wollen und hinkommen müssen. Questa volta un po' lunga, se provo. Allora, qua dobbiamo fare un salto indietro. Quando abbiamo visto la planimetria di Berlino e di Zurigo, dove erano evidenziate due zone, una centrale di Zurigo e una in periferia. E tema densificazione, in periferia e all'interno della città. In periferia abbiamo visto il progetto di torre con questi cinque corpi, cinque torri di prima. Adesso torniamo indietro, la soluzione all'interno della città. Siamo direttamente attaccati alla stazione centrale di Zurigo. Progetto vincitore di un concorso del 2007, già realizzato, quindi qua dal un progetto così grande quanto veloce si è sviluppato. Sulla sinistra vedete questo è il modello consegnato in fase di concorso, sulla destra la realizzazione. Il primo blocco che vedete sulla destra con questo edificio centrale in mezzo di una piazza è stato concepito in fase di concorso e poi realizzato completamente dallo studio da Dugla e contiene la sede dell'università. Il secondo blocco viene poi realizzato assieme a Gigonguia e a Chipperfield, in cui ci si divide le parti di questo blocco. Il terzo viene poi bandito un nuovo concorso che viene vinto da Caruso St. John. Ora, particolarità di questo progetto qual è? Se parliamo di non architettura senza tempo, ma adesso sempre questo termine è difficile da tradurre, ogni volta mi blocco sempre qua, che è la durevolezza dell'architettura, cioè un'architettura che poi sia valida o comunque sia non solo nel materiale ma anche nell'utilizzo. E questo è un esempio particolarissimo in Europa, perché c'è stata la scelta di portare la sede universitaria all'interno della città anziché in periferia, tenendo conto che non è stato previsto nessun parcheggio per questa università. Quindi questo termine Nachhaltigkeit è riferito in questo caso alla città e non allo stesso edificio, facendo in modo che con questo intervento ci sia un flusso giornaliero di studenti o di persone che comunque devono vivere, attraverso anche i mezzi pubblici, questa parte centrale della città. E quindi durevolezza nel senso di a livello funzionale, questa parte della città venga sempre vissuta. Le prime immagini che avete visto ripercorrono poi i temi che abbiamo visto anche presentemente negli altri progetti, cioè il tema della città europea, quindi che caratteri che la vanno a definire. Queste sono immagini del primo blocco dell'università, del campus, dove ci sono queste scalinate, ci sono questi vicoli, questa piazza centrale sulla quale si affacciano gli edifici dell'università. Questo è un riferimento queste scalinate, questa immagine. Poi questo rapporto dall'interno verso l'esterno, sempre all'interno di questo campus, sempre molto importante. A 40 metri d'altezza c'è questa sala per lo sport, questa palestra è estremamente grande, è composta da tre campi in tutto. Poi c'è in questo caso la soluzione del piano terra e di questo zoccolo dell'edificio. E qua di nuovo la piazza con un riferimento poi in questo caso di Zurigo, quindi con riferimento alla città. Qua interessante si vede la sezione interessante perché sulla destra vedete il primo blocco, il blocco del quale avete visto le immagini, unito al piano terra un blocco, la piazza è sopraelevata, per questo le scale che avete visto prima, e sotto c'è questa shopping mall, e penso siano 25.000 metri quadri. Alla sinistra invece vedete il secondo blocco, che invece funziona in maniera diversa, cioè questa piazza è a quota zero, gli edifici invece sono collegati con
questi ponti. Ponti, Duda lo ha paragonato al, praticamente sono dei, come se fossero dei blocchi delle persone che si abbracciano, si tengono per mano. E questo è, sono collegamenti, questi edifici, questi corpi, questi ponti tra l'edificio, i due edifici Durla, Chipperfield e Xigonguia. E si vede che di Xigonguia. Ecco. Das ist Xigonguia und das ist Durla, das sieht man auch sofort. Ecco, si vede anche che quello di destra è Durla e quello in mezzo è Xigonguia e poi Chipperfield. Ecco, questo è quasi terminato, è già finito. Ok. Und das ist jetzt questo. Wenn Sie vorhin das Bild gesehen haben von der Bauakademie von Schinkel, das ist eine Weiterentwicklung in Zürich. È sempre un edificio di Zurigo. E qua non abbiamo posizionato l'immagine della Bauakademie di Schinkel, però che abbiamo visto nella prima immagine della lezione, e dal quale si può capire anche perché è riferimento anche della composizione di facciata e del volume. Interessante ist an dem das nächste. Das ist das Interessante. Der Städtebau ist von Lampugnani. Seht ihr sicher gut hier in der Das hat Lampugnani gebaut, das hat Rogedina gebaut, das ist ein Schweizer Architekt, das ist ein holländischer Architekt und das ist ein super Block, den wir da sehen, ist von uns. Und interessant ist, dass das ist auch innerhalb von 4 Jahren entstanden und auch ein Stück Stadt mit unterschiedlichen Architekten, aber ist sehr urban und hat wirklich was mit Stadt zu tun. Wenn Sie das Bild anschauen, glauben wir, dass es eigentlich die richtige Lösung ist, dass man versucht, möglichst dicht zu werden, möglichst urban zu werden, um ein Stück Stadt, das vorwiegend Wohnungsbau, wir haben zwar den Bürobau gemacht, und das sind alles Wohnungsbauten, und wir glauben, dass es die richtige Richtung ist, dass man auch mit anderen Architekten zusammen ein Stück Stadt baut. Interessante è il masterplan di Lampugnani, e di nuovo un intervento che poi a partire dal masterplan è stato suddiviso tra diversi architetti, e il tema è di nuovo il tema della densificazione, sono quasi tutti edifici per abitazioni, questa immagine a sinistra insomma, testimonianza anche del fatto come sia, ne sia valsa la pena questa composizione di edifici, e il lavoro di diversi architetti assieme al tema della densificazione. Next. Das sind so Experimente, die wir in letzter Zeit machen. Und zwar ist das die Bibliothek in Berlin, die auf dem Flug gehen wir das nächste. Das ist interessant, ist da oben, wo Sie vielleicht nicht sehen, das ist das Tempelhofer Feld, wo die Landesbibliothek hätte hier rein müssen, hier. Und das ist die Landebahn gewesen vom Tempelhofer Flughafen. Dieses wunderschöne Gebäude aus den 30er Jahren, eines der schönsten Gebäude, der größten Gebäude, wo es je gegeben hat. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht beim Wettbewerb, das war ein Wettbewerb, wir haben den zweiten oder dritten Preis gemacht. Und unsere Idee war, dass man sagt, wir machen eine Riesenskulptur, wo wir da hinsetzen, neben die Landebahn, dass man eine gewisse Weite entwickelt und eine gewisse Symbolhaftigkeit, ähnlich wie das größte Gebäude damals der Welt war, dieser Flughafen von Tempelhof. Ecco, adesso presenteremo velocemente dei progetti di, fondamentalmente di, non dico di ricerca, ma dei nuovi progetti che stiamo sviluppando in ufficio. Questo è per concorsi, questo è concorso per la Biblioteca regionale di Berlino, pianificata all'interno dell'aeroporto Tempelhof, un aeroporto dismesso, che vedete rappresentato in alto a destra, mentre in basso a destra c'è un'immagine dell'edificio dell'aeroporto, dove vedete poi indicata adesso dal LED questo nuovo edificio, questa biblioteca, questa visione
dello spazio centrale. È keine Vision, sondern das wollte man schon so bauen. Sì, adesso, visione, ecco, mi ha corretto, è potrebbe essere anche realizzata, nel senso, voglio dire, questa animazione. Das Interessante, das sind alles Nebenfunktionen da unten und sie gehen die große Treppe hoch und ab da ist dann die Bibliothek. Ecco, vedete, salendo alla fine di queste scale poi comincia la biblioteca. Und das ist eigentlich das Thema, wo wir für diesen Entwurf gemacht haben, diese Weite und diese Art der Bibliothek. Also, dass man sieht, aha, das ist eine Bibliothek, das ist ein Leseraum mit Bibliothek, aber arbeitet mit der Weite, mit der Zukunft. Und das finde ich eigentlich sehr schöne Idee, die Vergangenheit des Flughafens und die Zukunft der Weite mit der Bibliothek zusammen. Ecco, e questa immagine testimonia un po' l'idea di da un ambiente quale quello della biblioteca, poi una proiezione verso questo spazio aperto che è quello dell'aeroporto e qui verso il futuro, quindi di nuovo questo rapporto tra l'interno dell'edificio e questa visione verso l'esterno. Da können wir auch diese Erweiterung des Bundesrates, das sind wir jetzt gerade am Bauen, das ist sehr wichtig, das ist die Geschichte hier und das ist der Leipziger Platz, wo auch schon Geschichte ist und dazwischen ist ein ganz längeres Gebäude mit einer Bibliothek, mit einer Besucherzentrale. Aber interessant ist diese Auseinandersetzung vom Leipziger Platz, wie man ankommt, übergeleitet wird zum Besucherzentrum, bezogen auf den Bundesrat. Bundesrat ist die wichtigste politische Instanz von Deutschland. E questo è un altro progetto vinto che verrà realizzato, vinto in concorso. E adesso non so ben tradurlo, però è qualcosa come a che fare con la cancelleria tedesca, è presente nella Leipziger Platz a Berlino. Hier sieht man sehr schön, das ist der Leipziger Platz hier. Wo ist der? Hier. Hier ist der Leipziger Platz. Und das Interessante ist wirklich die Auseinandersetzung. Das ist ein sehr tiefes Gebäude. Sie sehen hier, das ist das vom Walter Arnold Nöbel, das Gebäude, der leider auch tot ist. Und das ist der Leipziger Platz. Hier ist der Bundesrat und dieses Riesengebäude wird dazwischen gebaut. Und das ist eigentlich diese Auseinandersetzung zwischen 18. Jahrhundert und der Wiederaufbau des Leipziger Platz. Ecco, vedete, interessante come progetto perché è al di là della forma di questa profondità, va a risaldare un edificio del XVIII secolo sulla destra e invece sulla sinistra una ricostruzione contemporanea della Leipziger Platz, in questo caso collegandosi all'edificio di Walter, Arno Walter Nöbel. Das ist das zweitletzte Projekt, das wir zeigen. Questo è il penultimo, se abbiamo quasi finito. Das ist auch ein gewisses utopisches Projekt in den Schweizer Alpen, wo Zumthor diese wunderschöne Therme gebaut haben in Wals. Und interessant ist eigentlich die Frage, ob man sowas realisieren kann. In den Schweizer Alpen, in den Bergen, in einem wunderschönen Tal drin. Und ich habe eine eigene Geschichte dazu. Und zwar geht die, also Zumthor hat damit nichts mehr zu tun, aber das Interessante an der ganzen Sache ist, die Überlegung, wie kann man den Alpen allgemein, ob es Italien ist, Frankreich ist, Österreich oder die Schweiz, die Alpen haben im 18., 19. Jahrhundert, hat man einfach gesagt, St. Moritz sieht man das in Unterschieden. In Italien gibt es auch wunderschöne Orte, wo sie einfach ein städtisches Hotel genommen haben und in die Alpen gepflanzt haben. Und ich glaube, wir müssen wieder mal in eine andere Richtung denken, bezogen auf unsere Alpen, wo es immer weniger Schnee gibt, immer weniger Leute dahin gehen. Und ich denke mir, man muss es neu erfinden. Und die Erfindung damals von den Engländern, dass gerade in der Schweiz, dass sie gesagt haben, wir nehmen einfach ein Stück Hotel aus unserer Stadt, aus London mit und transformieren es
in die Landschaft, hat weniger an der Landschaft angestellt als die vielen unterschiedlichen Haustypologien, wo momentan entstehen in den Alpengebieten. Das ist eine inhaltliche Sache. Allora, questo è un concorso per un hotel a Vals, dove è stata, c'è la, ci sono le terme di Zunto. Un concorso particolare perché fondamentalmente pone un tema ora molto attuale. Come ci si può rapportare in un contesto così forte quali le Alpi, che sono in Italia, in Francia, in Austria o in Svizzera, e nel momento in cui c'è la richiesta anche di un progetto di queste dimensioni? Si può costruire un progetto, in questo caso è una torre, è un hotel, si può costruire un oggetto, un progetto di questo genere o no? È compatibile con il contesto in cui si trova? La risposta è, secondo Dula, è positiva, sì. Perché? Perché guardando anche come nel XVIII secolo anche gli inglesi nelle Alpi hanno proposto il fatto di... sono stati costruiti fondamentalmente degli alberghi grandissimi nell'idea di portare un albergo così come era presente nella città, spostarlo e metterlo in un contesto naturale così forte. Alla fine è molto meno invasivo di una serie di piccoli interventi che invece vanno a influenzare in modo ancora più forte e a disturbare il contesto. Quindi un rapporto forte in un contesto forte, in questo caso, è meno invasivo di molti interventi piccoli. È un esperimento, diciamo. Non dovete aver paura, non verrà mai costruito. Ecco, so, questo è l'ultimo. Alles, was wir jetzt gesagt haben, ist vereint in dem Hambacher Schloss. Das ist das letzte Projekt, da sind wir erlöst von diesen vielen Projekten. Aber das ist das letzte Projekt, wo alles vereint, was wir gesagt haben. Das Weiterbauen, die Neudefinition, die wie man ein Schloss, das in diesem Fall das Hambacher Schloss, weiterbaut, wie man das neu definiert, 2000 Jahre Geschichte, wie man das irgendwie in einen Kontext macht, wo es mit der Geschichte sich auseinandersetzt, wie mit der Zukunft. Ecco, concludiamo con questo progetto realizzato quasi completamente, che alla fine al quale si riconducono tutti i temi fondamentalmente affrontati finora nel rapporto con un contesto storico, l'uso del materiale, qualsiasi tema che abbiamo affrontato finora alla fine è presentato e rielaborato in questo progetto. Ob sie jetzt eine Stadt erweitern oder ob sie ein Ort erweitern, eine kleine Stadt oder ein großes Schloss erweitern oder ein Stück Stadt, also eine Großstadt erweitern. Es geht immer darum, ob man ein Thema findet für den Ort. Und Sie sehen hier das 2000 Jahre Geschichte, man geht hier rein und das ist eigentlich, da gibt es wunderschöne Mauern, es gibt vorwiegend Mauern, Wehrmauern, es gibt Mauern, die irgendwie das als Ort begrenzen, wie eine Stadtmauer, man könnte auch von Stadtmauer reden. Und es gibt an oberster Stelle das Schloss, es gibt Bruchstücke von Riesenmauern, das sieht man hier, wo keine Definition mehr haben. Das Schloss hat nur eine Definition, aber so Fragmente einer Stadtmauer, die steht einfach da und bildet irgendwie ein historischer Ort zusammen. Und Sie sehen dann, dass der Haupteingang, wir haben ein Gebäude als Entregebäude unten, das war damals, das haben wir nicht als Mauer entwickelt, sondern als Urhaus, als Haus, das war, die dienenden Häuser waren unten und dann geht man so rauf
Und dann haben wir einfach gesagt, wir bauen eine Mauer dazu, das ist das da, mit einem Restaurant, mit einem kleinen Ausstellungsraum. Also wir haben einfach nur das Thema Mauern aufgenommen und daraus ein Projekt entwickelt. Allora, questo castello ha un, diciamo, è una storia riconducibile a 2000 anni, più o meno. È stato un, già ai tempi dei Romani, che hanno portato in questa zona il vino. È un complesso molto particolare, alla fine, vedete, ci sono tre cinta murarie, quella più esterna che appunto definisce in modo estremamente chiaro tutto il complesso, e nel punto più alto il castello. L'intervento sono tre, allora il restauro del castello, poi la costruzione di questo ristorante che vedete, che alla fine è come si può dire, un muro abitato alla fine, funzionale, che è il ristorante che riprende appunto il tema di queste cinta, di queste murarie, e poi nella cinta muraria più esterna c'è questo edificio, non più come sviluppo del muro, ma proprio come edificio poi a sé, perché era proprio la zona, il posto dove c'erano tutti gli edifici annessi di funzione poi al castello, indipendentemente dalla funzione che aveva. C'è stato il vescovo, ci sono stati i padroni, i signori della zona, sempre avuto, ci sono stati i militari, però là c'erano sempre gli edifici annessi. Und hier geht es auch, das sieht man hier sehr schön, das Historische, da hinten diese wunderbare Mauer und diese Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Platz hier und mit der Landschaft im Hintergrund. Also diese Themen, wo wir vor ein paar Projekten angesprochen haben, diese Urbanität, wenn man das als Stadt nimmt, diese Landschaft, diese Abgrenzung zur Landschaft, diese Verdichtung zur Landschaft, glauben wir, dass es ein interessantes an dem Projekt, wo man alle Themen auch wieder erkennen kann. Quindi vedete in questa foto ci sono a destra in alto ci sono i resti di questa della cinta muraria più interna. C'è il tema della densificazione, il tema del materiale, il tema dello spazio pubblico con la nuova ridefinizione di questa piazza fondamentalmente e il rapporto con il paesaggio che vedete poi. C'è il rapporto del materiale. Questo è anche un tema che abbiamo sviluppato per questo Umbau. Von dieser Hauptgebäude da hinten. Und man sieht auch, wo man die Themen hernommen von Schindel, eine wunderschöne schöne Transformation von der Königin der Nacht da hochgesetzt und nicht der profane Decke, sondern man muss sich das vorstellen, von 2000 Jahren Geschichte war sicher 1800 Jahre, war das eine Ruine. Wir haben nur das Geschichtliche herausgearbeitet, was ursprünglich ist und dagegen neu gesetzt eine Architektur. Questo ad esempio è il primo stralcio, il restauro del castello, castello che è stato fino agli anni 60, fine anni 60 proprio una rovina, quindi non c'era la copertura, e tema che poi riprendiamo, è un tema molto complesso adesso di quelle vicende che hanno poi segnato dagli anni 60 ad ora i restauri e gli interventi in questo castello. Comunque praticamente si ritorna al castello come rovina, che è il castello così come è conosciuto dalle persone che vivono là, con il quale anche si identificano, e poi ripreso nella soluzione tecnica di questa della sala principale, in cui appunto si riprende l'idea di un cielo stellato, che alla fine contiene tutta, sono gli impianti elettrici, la reazione e tutto ciò che serve anche per la coreografia, poi per gli eventi che contengono questa sala. Und das sieht man auch wieder sehr schön, diese Auseinandersetzung von dieser Urbanität, von diesen Mauern, die begehbare Mauer mit dieser wunderschönen Landschaft, die Rheinebene. Ecco, questo è siamo sul il livello, siamo del Reno, si vede questo paesaggio sulla destra, di nuovo rapporto con il paesaggio, rapporto dell'edificio come muro,
anche utilizzabile, vivibile, il rapporto con il contesto storico, con l'edificio storico e di nuovo questa densità che viene creata. Sie sehen, wir uns beschäftigen auch mit der italienischen Architektur, Casa Malapart, eines der wunderschönsten Gebäude auf einem Fels oben mit dem Meer auf Capri. Es gibt einen wunderschönen Film, Die Verachtung, mit der wunderschönen Frau da drauf, ja, damals. Ecco, di nuovo questi collegamenti anche sia con l'Italia, con il cinema anche italiano e con l'architettura italiana in un contesto poi riconducibile. Und das sieht man hier sehr schön, das ist ein Neubau, das da, und hinten die Bergwelt. Und ich finde gerade, das Bild zeigt ja genau diese Auseinandersetzung zwischen Landschaft und Urbanität. Und das, denke ich mir, das kann man in der Stadt anwenden, in einem dörflichen Zusammenhang. Man kann es auch in einem Schloss anwenden, man kann es in einem Einfamilienhaus anwenden. Man kann diese Themen, wo wir angesprochen haben, kann man eigentlich fast für alle Projekte anwenden. Questo paesaggio, urbanità, questo tema che poi riconduce in tanti dei progetti che abbiamo affrontato e mostrato oggi, indipendentemente anche dalla funzione, che sia una casa unifamiliare, in questo caso un ristorante o un edificio più rappresentativo, pubblico, next. Questi sono altri particolari. Next. Das ist interessant. Und zwar, weil wir gesagt haben, wenn man das Thema Mauern hat, das letzte Thema, wo wir jetzt reinnehmen, wenn wir das Thema von Mauern haben, wir sehen hier diese Öffnungen und beim Wettbewerb waren die meisten, haben so Panoramafenster gemacht, wo eigentlich das Thema von Landschaft und Urbanität völlig vernachlässigt. Und in unserem Fall ist jede Öffnung ist ein Bild, wie bei der St. Petersburger Hängung. Also jedes Bild ist ein Ausschnitt eines vielen. Vielleicht das nächste Bild sieht man noch besser. Sehen Sie, das meine ich. Jeder Ausschnitt ist ein Bild, wie bei der St. Petersburger Hängung. Unterschiedliche. Einmal sieht man den Himmel, einmal sieht man den Himmel mit Landschaft, einmal sieht man mehr Landschaft und ganz wenig, einmal sieht man nur Landschaft und einmal sieht man Landschaft und Weite. Und das, wenn man das Thema ernst nimmt, der Mauer, kann es nur eigentlich in die Richtung gehen, dass man wirklich auch das Thema so umsetzt, dass es auch die Qualität des Themas auch unterstützt. E qua c'è sempre il tema del muro, però riportato all'interno dell'edificio, il tema del muro che diventa un'occasione per dare anche qualità anche allo spazio, per connotare lo spazio interno. E di nuovo diventa occasione per rapportarsi in modo chiaro e definito con l'esterno. Al muro corrispondono fondamentalmente, possono corrispondere solo delle bucature, dei buchi, e queste buche diventano dall'interno alla fine una composizione di facciata che ripropone diverse viste del contesto paesaggistico come quadri, come se fosse alla fine una galleria, come se fosse una quadreria. A destra è ad esempio una... lasciamo stare, però... la Petersburgische vuole finire. Comunque diciamo è l'idea della quadreria poi riproposta nella... Und jetzt mit dem Bild hören wir auch auf. Sie sehen, das ist das Haus da unten, das ist eine Urhütte. Sie sehen, ein guter Freund von mir, Kitzol, hat in den 80er, 90er Jahren so Betonhäuser gemacht. Das ist alles in Stein, alles ist eine Urhütte. Oder Ligier hat schon 1753 mit Holz eine Urhütte gebaut. Und ich denke mir, dieses Thema, wenn Sie Mauer, wir haben Mauer angewendet, wir haben eine Transformation eines Schlosses gedacht, wir haben da ein Thema gefunden für ein Haus, wo nur dienend ist, das ist nur ein dienendes Haus. Und Sie sehen, wir haben wirklich aus dieser kleinen Stadt, wo ein Schloss ist, ein Thema gemacht. Mit den Worten möchte ich jetzt aufhören. Ecco, questa immagine alla fine è l'immagine dell'ultimo progetto che va a comporre poi questo intervento dal restauro e la reinterpretazione di questo castello,
alla costruzione di questo edificio muro e alla costruzione, progettazione e costruzione di questo ultimo edificio, proprio come casa, come edificio, e questa vista alla fine completa dall'alto dell'intero complesso. Vielen Dank.